Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden oder... Hier war seit Monaten niemand mehr. Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Es ist seit dem Tod des Besitzers, eines gewissen Professor Worth, verlassen. Wenn ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. So, Strom hätten wir. Du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Alles das römischer Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen.
das muss das Büro des Professors sein. Das ist genauso schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder. Dieser Ort verbirgt etwas. Eine Leiche? Nein, eben nicht. Na also, schon besser. Zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Langsam angehen lassen. Das hättest du dem Gabelstapler sagen sollen. Sei vorsichtig, Lara! Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Ich auch. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft.